Oh, ich hätte nicht gedacht, dass in der Wüste hier so viel Betrieb ist. Und dass auch ein Bus jetzt mittlerweile hierher fährt. Okay, meine Freundin braucht unbedingt die Limo danach in der Dose. Und ich soll keine Fragen stellen. Gehe ich da mal rein, ob die das haben. Draußen steht's ja. Hallo, Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Schönen guten Tag. Natürlich arbeite ich hier. Ich bin sogar der einzige Mitarbeiter und der beste Mitarbeiter. Es gibt keinen Mitarbeiter, der so gut ist wie ich. Ja, also meine Freundin meinte, ich soll keine Fragen stellen und einfach eine Dose Limo danach holen. Hä? Oh, die Limo danach. Ein sehr gefragtes Produkt. Jetzt für nur $1. Die Limo danach. Falls mal ein ungewolltes Kürbismissgeschick passiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind gerade unter der Dusche. Die Fußmatte rutscht weg und zack, sind Sie mal wieder auf einen Kürbis gefallen, der ärztlich nicht mehr so leicht rausoperiert werden kann wegen der Vernarbung, wegen vergangener Kürbismissgeschicke. Dann trinken Sie jetzt einfach eine Limo danach. Es ist, als hätten Sie eine Shampooflasche getrunken und der Kürbis flutscht von ganz alleine wieder raus. Ich glaube nicht, dass in meiner Freundin Kürbis drin steckt. Ich, okay, also ist das denn sicher? Gibt es da irgendwie vielleicht Werbung oder so, was jemand sich dazu ansehen kann? Ich habe den Jingle vergessen. Okay. Es gab einen Jingle. Okay, dann kaufe ich das Produkt. Für das kleine Missgeschick unter der Dusche. Danach, schwupps, ist der Kürbis wieder raus. Als Industries. Oh. Ich glaube, einer unserer Mitarbeiterklone ist verstorben. Was? Wieso? Wo ist er denn? Er ist erschöpft und zusammengebrochen und tot. Nee, kam da nicht vorhin der Bus, der ihn abgeholt hat, um ihn in die Mitarbeiter Spaßfabrik Endlösung, zu bringen? Die Mitarbeiter Endlösung zu bringen. Die Mitarbeiter Spaßfabrik. Klingt ziemlich ekelhaft. Also wenn wir keine sind, wir haben nicht genug Obstregale, ne? Irgendwie, wo sind die anderen? Wir haben mehr Obst. Wir haben nur noch diese komischen Regale. Wo sind denn die einen Regale hin? Wir haben doch ganz viele. Ganz hinten ist doch super viel. Bist du blind? Ist doch alles voller Obst da hinten. Da ist doch voll viel. Guck dir an, wie viel Platz da ist. Alles leer gefressen. Ach da. Hä? Das war doch vorhin noch nicht da. Ist natürlich. Doch, ist doch neu. Das ist schon seit 3 Wochen da oder so. Nee. Mal Hernando. Hernando. Ach, Hernandos Kartoffelparty. Hernandos extra krosse, super krosse Kartoffelis. Jetzt neu mit Hernando. Hernando-Stückchen. Jetzt neu mit noch mehr Hernando. Und du stehst auf Hernando? Wir geben dir Hernando den ganzen Tag. Ah, wir brauchen Zwiebeln. Die Suppe geht auch gerade langsam weg. Eigentlich nur am Nachkaufen, weil der Laden halt so am Boomen ist. Ja, die Leute wollen halt essen, was nie wirklich Essen war. Ja, das ist im Moment sehr angesagt. Antinahrung zu sich zu nehmen. Haben Sie noch diese Kreis Industries Antinahrung? Mein Körper verträgt nämlich keine herkömmliche Nahrung. Und wo geht die Kacke hin? Ich habe so viel gegessen, aber ich war nie auf Toilette. Ich erinnere mich immer an diesen Film, den auch keiner kennt. Creed. Ja, ja. Ist der Creed? Ja, ne? Weiß nicht, war das nicht der mit dem Boxer Creed? Nee. Knight hieß der, glaube ich. Übersetzt. War nicht Creed? Ich weiß gar nicht, wie ich... Oder Greed mit G. Greed. Ja, weil Creed ist der Rocky-Film. Creed ist Creed. Ja, und jedenfalls, da ging es darum, dass Adam Sandler... Nee, nicht Adam Sandler. Ben Stiller und Jack Black hatten die Hauptrolle. Und Jack Black erfindet ein Mittel, so ein Spray, was man auf Hundekacke sprüht. Und dann ist die Hundekacke einfach weg. Und Ben Stiller ist halt total eifersüchtig, dass der jetzt auf einmal mit dieser Kackidee, die er davor abgetan hat, als Schwachsinn... super scheiße reich ist. Und Jack Black drückt ihm das halt irgendwie so rein, auf so eine Ned Flanders Art. Er meint es eigentlich nett, aber es ist voll der Wichser so auf die Art, ne? Und dann irgendwann geht halt so der Protest los, wo geht die Scheiße hin? Weil jeder wissen will, ja, aber es kann ja nicht sein, ne? Irgendwo muss sie ja hin. Sie löst sich ja nicht auf, sondern sie ist einfach weg. Kein Restbestand, nichts. Und das war echt ein weirder Film mit Ben Stiller. Kennt auch kein Mensch, aber es war eigentlich ganz witzig. Das sind immer die besten Filme.
Ja, das ist wie der Cornflakes-Film. Kennt auch wie der Cornflakes-Film, ja. Den kennen so wenig. Ja, weil der dann auch nicht promotet wird. Weil der nicht dann ständig in den Top-Dingern ist. Und weil die Dings sagten, nee, also wenn er nicht in der Lounge mit den Sofas läuft und irgendwie... Mit diesem Film will ich nicht in Verbindung gebracht werden. Wenn da nicht eine haarige Vagina drin vorkommt, dann ist es eh kein intellektueller Film. Ist ja immer, ist es wirklich so. Sobald ja, es ein Film, haarige Vaginas ja, drin sein. Sobald ein Film sich irgendwie als Arthouse intellektuell bezichtigt, muss auch eine haarige Vagina drin sein. Oh, das ja, und haarige Vagina naturell. Geht ja gar nichts. Das muss ja naturell und so. Und da sieht man halt einfach die Natürlichkeit der Menschen. Und da muss eine Frau mit Achselhaaren und haariger Vagina drin vorkommen. Ansonsten ist es kein intellektueller Film. Nein, sonst würde ich auch sagen, was will mir der Film jetzt erzählen? Ich habe ja, gar keine pädagogische Message erfahren, weil ich nicht auf eine haarige Wagugu geblickt habe. Wir haben viel zu viele Melonen, Alter. Das Auslast einer haarigen Wagugu. Deswegen haben wir jetzt ein Lager, ein größeres. Ach so, ich habe die alle eingeräumt. Also bei mir ist es so, eine haarige Wagugu löst bei mir keine Stimulation im sexuellen Sinne aus, sondern eher im intellektuellen Sinne. Ja, ja, eben. Also immer, wenn ich ein Buch lesen. Da habe ich auch ja, das Bedürfnis. Dann möchte ich auf einmal irgendwie einen heißen Tee auf meinem Lesesessel unter meiner 70er Vintage-Lampe abends. Und ne, wenn es draußen nicht regnet, dann, ne. Ja, da will ich irgendwie, und dabei will ich Cat Stevens Songs hören. Muss ich intellektuell einfach berührt sein. Ne? Man muss das, also ich muss durch die Leinwand den Geruch wahrnehmen. Ja, smells like Gugu. Das neue Parfum. Stahlvagina. Stahlvagina. Jetzt neu auch zum Rauchen. Es geht nichts über so eine rauchige Stahlvagina am Morgen. Du kommst gut aus dem Bett. Ich stelle die Sachen jetzt einfach ins Regal. Aber gut, wir brauchen mehr Knechte. Aber der füllt es auch nicht gut auf, ja. Und die füllen so komisch auf. Also die. Ja, wenn das hinterher mehr werden, hast du, ist es ja egal. Dann füllen die ein Ding auf. Irgendwann ist es ja quasi dann Überschuss. Dann stopfen sie es eh rein. Aber wir müssen erstmal an diesen Punkt kommen, sozusagen. Aber guck mal, der bringt jetzt einen Kürbis, glaube ich, zurück. Irgendwie so ganz komisch. Haben wir wirklich einen Kürbismangel? Nein, wir haben sogar Kürbisüberschuss. Das ist ja das Problem. Ich habe hier 4 Slots für Kürbis. Und 8 Slots für Wassermelonen oder Paprikas. Also brauchen wir mehr Gemüseregale da hinten eigentlich, ne? Ja, kommt drauf an. Ich habe das jetzt so eingeräumt, wie ich sonst einräume. Aber in dem Sinne von, wir haben jetzt Mitarbeiter, die automatisch auffüllen, habe ich jetzt nicht dran gedacht beim Einräumen. Deswegen müssen wir eher ausräumen und andere Sachen reinmachen dann. Dass wir, was weiß ich, für diese Bananen 4 Stück, Melone 4 Stück, Kürbis 4 Stück, Paprika 4 Stück, so, weißt du? Ja, irgendwann müssen wir jedem Ding Regal geben. Ja. Wie halt in allen das, anderen. Das sind dann immer 6, ne? Ja, 6 Kartoffel, 6 Kürbis, ja, so das, genau. Ich frag mich halt, schafft er es auch, die Energies zu befüllen? Weil die haben halt keinen Zettel dran aus irgendeinem Grund, die Dosen. Ja gut, steht abwarten, halt was passiert, wie gesagt. Am besten mehr Mitarbeiter für mehr Füllung. Ja, aber wir können halt nicht unendlich viele Mitarbeiter einstellen, das ist das Problem. Und es gibt anscheinend auch Tag- und Nachtmitarbeiter. Das ist jetzt gerade so ein Hernandez ist eher so der Nightshifter, weißt du? Hernandez, der Nightshifter. Ach so, ja gut, aber ne, irgendwann kommt das Geld, irgendwann kommt die Größe, irgendwann kommen die Leute. Weißt du, was mich auch ein bisschen stört, dass unser Fußboden nicht, dass der nicht blind macht? Gibt's ja nicht irgendwie. Ja, du kannst den Fußboden ändern. Aber gibt's auch einer, der so richtig blendet? Bestimmt. Irgendwas Unschönes. Schau mal rein. Wird's da schon geben. Irgendwas, wo so richtig in den Augen wehtut. Boah, jetzt haben wir hier so ein. Jetzt sieht der Supermarkt vielleicht ganz anders aus. Das ist jetzt ja auch so Marmorvertäfelung irgendwie. Ja, kann das ja nicht einstufen. Das haben wir aus so einem ägyptischen Tempel rausgerissen. Das ist. Bei Ausgrabungen für Kreis Industries. Ja, wir brauchen jetzt halt 6.000 fürs nächste Store-Level. So, jetzt ist doch 7 Uhr. Kommen jetzt neue Mitarbeiter?
Was macht der denn hier? Was machst du hier, Hernandez? Willst du die neuen Mitarbeiter empfangen? Wann fangen die an? Keine Ahnung. Hernandez schlägt sich selbst ins Gesicht. Der ist gar nicht zum Rauchen rausgegangen, sondern einfach, um sich zu geißeln. Aber da ist seine Schicht vorbei und er wartet auf den Bus. Alter, jetzt, das ist ein Spiegelboden. Der ist allglatt. Guck dir das an. Oh, alter, Rutschgefahr, Junge. Hat gerade ein Baby hingekotzt. Ich sehe in dem seinen Augen wirklich keine Freude. Guck dir die an. Ja. Hernandez, aber, der ist richtig durch. Wartet der jetzt abgeholt zu werden, oder? Ich glaube, es kommt immer so ein Schichtbus. Wann kommt der denn? Um 8? Oder wann beginnt denn die Schicht? Ich glaube, eigentlich um 8, oder? Was stand denn da drin? In den Unterlagen. Weiß ich nicht. Von 7 bis 19 Uhr, ja. Na, aber Hernandez arbeitet gerade nicht. Und neue Mitarbeiter sehe ich auch nicht. Nein, ich kann aber auch nicht auswählen. Ja, warum hat denn der Verspätung? Oder kommt der um 9? Normalerweise, oder steckt der irgendwo in der Wüste an Kartons fest oder sowas Abartiges? Nee. Aber jetzt haben wir hier auch in der Crackerfront Probleme, ne? Weil irgendwie keiner befüllt die Cracker. Tja, weil irgendwas mit der Schichteinteilung hier nicht stimmt. Hier ist auch schon wieder der nächste Schlepper, der Waren liefert. Kohl. Kohlschlepper. Ich find's so interessant, dass unsere Obstprodukte halt wirklich nicht verfallen, ne? Das ist immer Obst. Ey, ist es schon 9? Was soll denn das? Wo bleibt der Bus? Nein, das wird gar nicht abgeholt. Steht jetzt bis zur nächsten Schicht hier. Vor allem Stocking, der hat sich irgendwie aufgehängt. Ja, guck doch mal, was der für einen Silberblick hat nach der Schicht. Müssen wir den Laden vielleicht einmal schließen und wieder öffnen? Nee, glaube ich nicht. Die kamen ja eben auch. Warten wir mal einfach noch ein bisschen. Ist halt Stau. Aber jetzt dürfen wir auf gar keinen Fall schließen, das ist unsere Hochumsatzphase. Uns gehen auch die Regale und so flöten. Wir sind ziemlich voll. Ja. Und dann mache ich Regale sortieren lohnt sich auch null, weil die Kartons rausnehmen und kreuz und quer irgendwie verfrachten. Exactly what I need. Da kannst du einfach reinstopfen, wie es passt. Ich muss mal eben hier. Da will ich Cabbage. Melonen. Aber hier noch rein. Herr Hernandez verhungert jetzt auch irgendwie so vor sich hin, ne? Ja, sag ich ja. Keiner holt ihn ab und dann muss er die nächste Schicht auch wieder beginnen, theoretisch. Ende tödlich für Hernandez. Aber so war das Klonprogramm ja auch immer angedacht. Ich hab noch Bananen. Achso, ich wollte da gerade ein Dingsregal rausmachen, Cabbage. Was, wo kommen die Bananen rechts hin? Weiß ich nicht, wo Platz ist. Wir haben keine Bananenfächer, ne, alles irgendwie full. Hast du einen leeren Karton? Nee. Warte mal, ich mach mal hier Bananen rein, dann kannst du hier Kohl reinstecken. Dann räume ich hier nämlich ein bisschen um. Immer auf Sechser gehen dann sozusagen. So, hier sind dann mal die Green Apples hier drüben. Mal kurz die Bananen hier raus. Red Apples. So, jetzt haben wir nämlich da den Sechser Dings. Dann kann man hier Sechser Melone und dann kann das schon mal weg. Wo hast du Bananen? Noch gar nicht. Hier könnten jetzt welche hin. Dann mach ich da schon mal Bananen rein, die habe ich gerade hier auf dem. Dann könnten wir hier ein Apfelregal draus machen, das ist jetzt halt noch gemischtes Apfelzeug. Aber hier ist doch Green Apple, ist doch da schon drin, das heißt wir könnten. Ne, mach doch ja, da Green. Greens. Kannst du aufstocken. Ja, aber dann hätten wir da auch direkt Greens hinmachen können, dann haben wir. Ach, du meinst nur Greens, dann sind ja auch andere Äpfel jetzt, nur Äpfel in dem Regal. Ja, aber dass du halt, dass du es geordnet hast, so, weißt du, dann machst du hier die roten wieder raus. Dann ist es später auch übersichtlicher. Weißt du, und da einfach jetzt Green Apples, dass du drei Fächer nebeneinander hast. Also, dass du immer ein Regal für eine Sache hast, sozusagen. Dann hier ist normaler Apple. Ja klar, aber dafür brauchen wir eh für die allgemeinen Sachen noch mehr. Und einfach mehr Regale. Als Vollstopfen. Ja, Hernando ist tot. Ja, der zieht Nebenluft. Schweren Schaden.
Sehr, er hat sich direkt gefreut, dass das so gleichmäßig sortiert ist. Er hat gesagt, oh wow, ich muss mein Gehirn noch weniger anstrengen, die Produkte zu finden, die ich niede. So. Der Bergtroll da drüben fragt, ob wir noch Äpfel haben. Ja, Hernandez wartet, dass sein Freund abholt. Hatten wir am Ende des Tages nicht mehr genug Geld, um ihn zu bezahlen? Boah, aber das könnte sein, dass wir da irgendwie kleinen. Obwohl, nein, wir hatten Geld. Du hast ja die Einstellungsgebühr auch bezahlt für Super Lily oder wie die hieß. Ja, ja, Super Lily habe ich. Busen Lily habe ich. Busen Lily St. Clair habe ich bezahlt. Die haben diese ganzen Cracker irgendwie angebrochen, aber nicht gescheit aufgefüllt. Nee, es geht doch nicht so über gute alte Handarbeit, das muss man halt einfach leider sagen. Ja gut, in der Nacht können wir dann gucken, ob jemand kommt. Dann machen wir halt einen Store kurz auf und zu und hoffen, dass Hernandez... Der ist nämlich Stepmom, I'm stuck. Er hatte keinen Schlepper. Habe ich die einfach mal schon reingeworfen, damit der liefern kann, weil ich habe jetzt nochmal Obstregale beordert. Nehmen wir zum Sortieren noch einen leeren Karton mit. So. Ah, man muss halt immer noch... Der Chef muss halt immer noch Premium sortieren, ne? Das kann halt der Klon noch nicht. Warte ich mal, dass die neuen Obstregale kommen und Gemüseregal und dann. This is perfect. It's easy. Warum die Leute auch immer mit den Füßen aufstampfen, wenn sie ihre Produkte finden? Diese fiesen Trolle. Sind Stromschläge. Ja, und nachts aber dann die 19 Uhr Schicht. Müsste jetzt schon bald kommen. Wir sind schon fast bei 16 Uhr. So, sind da die neuen Obstregale gekommen? Nee. Massenmehl. Massenmehl. Shylon Massenmehl. Aber die Dinger, ja, Mehl ist immer noch so ein Dauerburner. Nee, ist Puderzucker sogar. Das ist, also Puderzucker und Mehl sind einfach Dickungsmittel für Blue Mountain. Ja, eben. Das ist, ne, die ist für die, die sagen, sie wollen es nicht zu dunkel. Ja, ja. Wenn das Bergquellwasser wieder ein bisschen zu dünn ist und die einen sagen, ja, zu zuckrig ist nicht so meins, die anderen sagen, nee, ich brauche schon noch ein bisschen süßer in meinen Adern, dann nimmt mein Körper das einfach besser auf. Ich habe dann nochmal diesen Adrenalinkick. Meine Lunge ist, die muss karamellisieren, da habe ich so dieses Jahrmarktsfeeling beim Atmen. So, ich atme so gerne Zuckerwatte ein. Das Jahrmarktsfeeling. Ich inhaliere heißen Zucker, bevor ich auf die Kirmes gehe. Aber ist es nicht sogar nachgewiesen, irgendwie, dass irgendwie Lucky Strike oder so, dass da teilweise Zucker mit drin ist in den. Das ist so völlig crazy. Ja, es gab. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, ja. Aber damals, so bei diversen Drogen, die man geraucht hat, gab es auch Leute, die haben das gestreckt mit Zucker. Und dann wäre angeblich jemand auch gestorben, weil die Lunge verklebt ist. Aber und ich glaube, das ist. Ja, aber ich glaube, das war bei uns auch ein Urban Legend. Ich glaube, das nicht, ist Urban Legend, oder? Das ist. Ich habe nämlich nie jemanden gekannt, der an Zuckerlunge gestorben ist. Ich denke, das ist Karamell-Lunge. Aber es hat halt die Runde gemacht, ne? Oh, Vorsicht, das ist mit Zucker gestreckt. Das ist wie diese. Das ist wie diese Geschichte mit dem von wegen hier. Dem Mädchen ist der Anus gerissen und dann hat sie ins Bett der Eltern geschissen oder so, weil die im Urlaub waren und dann kamen die irgendwie aus dem Urlaub wieder zurück und dann hat sie gesagt, oder halt beim Verkehr ist ihr dann der Anus angeblich gerissen und deswegen hat sie dann angeblich aus Versehen in dieses Bett gestuhlt und dann kamen die Eltern nach Hause und dann haben sie es auf den Hund geschoben und dann musste der Hund eingeschläfert werden. Das ist die Geschichte geht überall rum, die hörst du überall seit
seitdem ich 14 bin, seit 20, länger, mehr als 20 Jahren. Weil es immer wieder Leuten passiert und Kreis Industries immer noch kein Lösungsangebot dafür hat. Nee, weil es immer wieder, weil das so ein Ding ist, es ist irgendwie, also, guck mal, da wurde abgeholt. Ja, da, aber er steigt weg. Er ist total fertig mit den Nerven, ist wieder da. Ja, jetzt weiß er, wie wir uns fühlen. Das ist halt die Authentizität, die hier vermittelt wird, ne? Sitzt so im Bus, ah, Feierabend, oh, ich muss wieder los. Der Bustrainer einmal nimmt eine Schlaufe im Bach. Der ist vorne eingestiegen, steigt hinten wieder aus, weißt du, weil er zur Arbeit muss. Oh, Hernandez, arme Sau. Revolver gibt's in Gang 9, Hernandez, falls du, ne? Ja, Hernandez kann einem nur leid tun. Aber Sarah ist jetzt auch irgendwie professionelle Raucherin. Was? Oh, sie ist ja voll betrunken. Die bewegt sich viel schneller. Hast du gehört? Das machen sie hier irgendwie auch so, auffüllen. So Jackie und sowas haben, weißt du? So. Ja, so Spirituosen. Ja, Spirituosen. Ich bin ein Spiritueller, ich trinke nur Spirituosen. Exactly what I need. Ja, nachts brauchen wir eigentlich gar nicht so viele Leute, weil da wird ja eh. Das Witzige ist, dass zu unserer Jugend, jetzt überleg mal, da hießen solche ausgedachten Geschichten, hießen damals noch Urban Legend. Heutzutage ist das eine Verschwörungstheorie. Alles. Was ist das? Windräder verlieren über eine Tonne Öl und spritzen das in die Natur jedes Jahr. Was ist so ein Schwachsinn? Was ist das? Klar. Naja, jetzt wird ja gerade aufgebröselt, wie viele Vögel durch Windräder sterben und wie viele durch Fensterscheiben. Da gibt es ja auch gerade im Moment. Ja, durch Fensterscheiben, aber definitiv wesentlich mehr, ja, klar, als durch Windräder. Ja, weil es auch mehr Fensterscheiben gibt. Ja, da muss man jetzt abwiegen, ob das überhaupt den weil Vögeln viel mehr, gerecht ist. Viel mehr Gebäude halt einfach ja, aber die Vogelprozesse. In ursprünglich vogelbesiedeltem Bereich, weißt du, stehen und irgendwann stellen wir da einfach Häuser hin und sagen, oh, jetzt stehen wir halt hier und dann knallen die halt überall gegen, weil es dann reflektiert und so. Haben gefälligst Maul zu halten, die Vögel. Schnabel. Wir übernehmen jetzt. Ja, Hernandez macht echt noch eine Schicht. Er ist gar nicht nach Hause gefahren. Ja, er ist ein brutaler Typ, ey. Yes. Oh, wer braucht denn der Border das Geld für diese seine Familie, hat er mir erzählt. Er hat gesagt, ja, aber ich run for the border. Hier stehen noch voll viele Bananen, Alter. Ich muss erstmal hier, warte mal. Kann ich die Bananen nochmal ganz kurz... Ah, oh, Mann. Jetzt bräuchte ich einen leeren Karton oder halt ganz kurz leeres Fach. Hier, ganz kurz. Damit ich den hier rausnehmen kann, so. Dann hol ich mir die Bananen wieder. Oh, die ethnisch verwerflichen Nudeln sind wieder ein bisschen... Oh, Mayonnaise geht uns richtig aus. Und Macaron. Ey, Macarona. Und diese salzigen Cracker. Ich weiß nicht, sind wieder voll hoch im Kurs. Ja. Und der Jackie Kennedy-O-Saft. Bei uns ist das mit den Getränken halt auch umgekehrt, ne? So, sonst denkt man, ja, jetzt habe ich hier so ein komisches Getränk und deswegen muss ich viel, weil ich viel Salz gegessen habe, brauche ich halt ein krasses Getränk. Aber wenn die Leute erstmal eine Flasche Achtung-Bier gesoffen haben, brauchen sie halt salzige Cracker danach, um das wieder auszublanken. Ja, um es aufzuschwemmen. Ja, klar, das ist so... Das ist mit Reinigungsbenzin gestreckt. Seitdem wir unser Bier mit Desinfektionsmittel anreichern, ne, ja. Ist es noch beliebter aus irgendeinem Grund. Klar, ein paar Menschen sind blind geworden, aber... Ich räume jetzt erstmal hier die Avocados rein, die hier schon seit 3 Tagen stehen. This and I'm out. Weißt du so, wie er das auch sagt? Ich schnapp mir das jetzt schnell. Ladendieb, glaube ich. Redet doch kein normaler Kunde. Dish and I'm out. Pomgranates? Pomgranates. Warte mal, hier ist ja Paprika. Ist irgendwie noch... Da hatten wir 3 Fächer. Da könnten wir hier noch ein drittes Kürbisfach hinmachen. Sozusagen. Warte mal, das regle ich mal ganz kurz, dass die hier nicht illegal einräumen später, weißt du? Genau, so. Ich will ja keine Angst machen, aber die Folge ist auch schon wieder vorbei, ne? Nein, das ist doch die für immer Folge. Die...
So, Leute, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Guckt mal, wie unser Boden spiegelt. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!